Guten Tag bei einem kurzen Blick ins Labor als Ergänzung zur Bandbreitenfeststellung mittels Amplitudenabfall. Gibt es die andere oder eine andere Methode, und das ist die Rise-Time-Feststellung. Dazu braucht es einen Pulser, der extrem viel schneller ist, als die Bandbreite es erwarten lässt. Das heißt, ich benutze hier den Leo Bodnar Pulser. Der hat eine Rise-Time von zwischen 35 und 40 Pikosekunden, also längstens genügend schnell, um ein 400 MHz Oszilloskop auszumessen. Damit es ein bisschen einfacher geht, habe ich Folgendes versucht. Erstens habe ich nur 500 Pikosekunden eingestellt von Linie zu Linie, also sehr, sehr das Schnellste, was einigermaßen geht. Und jetzt versuche ich, die obere Linie, die Ausschwingung auszublenden und hier die Linie auf 100%. 100 einzustellen, auf 100 einzustellen, die untere Linie ebenfalls auf 0, und so ist es dann sehr viel einfacher, die 90%, bei denen diese Rise-Time-Berechnung festgestellt wird, auf mit den Cursern auszuloten. Dann bei der 90% hier, ein bisschen, ich versuche den schön in die Schnittstelle zu legen, das ist hier der Fall. So 90%, diese Schnittstelle, und der andere Cursor geht dann auf die 90% oben. Das ist ungefähr hier. Jawohl. Und so haben wir da 0,88. 0,85 wäre die Spezifikation. Allerdings ist es hier ein bisschen schwierig, weil die Strichbreite nicht sehr, sehr fein ist, aber immerhin. Es kommt ungefähr hin und deckt sich mit den Spezifikationen von 400 MHz, die vorher auch bei den Amplitudenmessungen festgestellt wurden, deckt sich das in etwa ab. Besten Dank für diesen kurzen Blick und bis bald.